Hallo, Hallöchen, liebe Leute, liebe Zuschauer auf YouTube und auch lieber Twitch-Chat, mit dem ich schon ein bisschen gequasselt habe. Wir heute wieder dabei mit einem Ründchen Last Epoch. Mit unserem geilen Runenmeister, dem wir definitiv noch ein bisschen Kampagne abverlangen wollen. Weil da gibt es noch, wie wir letztens gesehen haben, etliche Sachen, die wir nicht zu Gesicht bekommen haben. Die wir hoffentlich noch zu Gesicht bekommen werden. Wir sind Level 32. Das war, glaube ich, sogar letztens das Goal. Jetzt weiß ich nicht. Ich würde mal als Goal heute 37 ansetzen. Vielleicht kommen wir ja ein bisschen drüber. Aber 37 wäre schon echt cool, finde ich. Wird mir auf jeden Fall gefallen. Wird mir sehr gefallen, wenn wir Level 37 hätten. Müssen wir halt gucken, ob das machbar ist. Gut. Rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da, rein da! Ich habe Lust. Ich will spielen. Lass mich Unreal Tournament spielen. Okay, wir landen immer im Ende der Zeit, ne? Also, wenn man sich neu anloggt, ist es immer Ende der Zeit, wo man sich wieder hinverbindet, habe ich das Gefühl. Mag zwar cool sein, weiß ich aber noch nicht, ob so... Also die müssen es halt definitiv noch ändern, dass man vielleicht wieder dort startet, wo man aufgehört hat, ne? Jetzt nicht mitten im Level, aber vielleicht doch irgendwie so am Anfang oder so. So, wir müssen zu Tetima im Imperium, um nachher auf diese Schiffchen da zu kommen. Wir haben einige Sachen abgeschlossen und jetzt ist halt das Kriegsschiff, ja, unser bester Freund. Wir sind auch hier einmal hin. Perfekt. Let's go. Let's go! Let's go, let's go. Gucken, was uns die Kampagne noch so bieten kann. Habe ich irgendwas im Auge? So, jetzt besser. Oh, hier ist direkt... Ich glaube, das ist die, ist das Season-Ding. Also ich kann mir das irgendwie nicht anders vorstellen. Ich glaube, das dürfte das Season. Jetzt muss ich erstmal wieder auf den Mage klarkommen. Wie man vielleicht im Intro, wie man vielleicht im Character-Screen gesehen hat. Ich habe privat auch so ein bisschen Zeit reingesteckt. Unter anderem in so einen schönen wirbelwilden Paladin, Wächter, Krieger, irgendwie sowas in der Richtung. Normalerweise ist es ja immer der Wirbelwind-Barbar, hier ist es der Krieger. Er kann schön wirbelwinden. Okay. So ging das, ne? Ja, und dann erstmal daneben feuern, das ist schön. Nee. Darf ich bitte? Haben die irgendwas am Mana gemacht oder bin ich einfach nur... Ach, bleib doch stehen. Ich habe irgendwie keinen Mana, ne? Gut, aber ich mache schon mit meinen Firewalls ziemlich guten Damage. Hallihallo. Manas als Betäubungsvermeidung hinzugefügt. Wirkt bei Betäubung eine kleinere Blitzexplosion. Zauberblitzschaden. Ja, gut, okay. Synthella Blitzschaden. Naja. Ja, ich glaube, das da wird nichts. Lass mal gucken. Ist das da was gut? Das andere macht halt Feuerschaden. Blitzschaden weiß ich halt nicht. 1,3 Feuerschaden, das gibt 15 Blitzschaden. Ich gebe die 1,3, sind wirklich nur 1,3, oder? Ja, komm, zieh mir das da mal an. Ich glaube, das da würde ich jetzt mal... Das würde ich jetzt mal noch nicht anziehen. Ich glaube, wir müssen hier hinten hoch. Eine Sache noch. Okay, wir stellen uns mal gerade sicher an das Ding hier. Weil ich habe etwas getan. Haha. Wir haben nämlich jetzt kleine Filterinos. Und wir können einmal den Filterordner öffnen. Dann lasse ich mir mal gerade hier die... Ich
Dann lasse ich mir die Filter anzeigen und sehe. Das ist ja weird. Ah, nee, okay, falsch. Ah, ja, warte, bitte, warte, warte. Einmal hier kurz Folgendes machen. Das ist... Genau, das war schon wieder falsch. Wo haben wir ihn? Da haben wir ihn, den Ordner. Wir können... Ich kann nämlich jetzt die Filter von meinem Mikro zum Beispiel kopieren. Ich glaube, wir müssen es aber irgendwie mit was anderem öffnen oder so. Warte, das kann man mal so. Wir machen nämlich einen neuen Filter. Dann können wir von der Zwischenablage reinfüllen, weil ich habe mir nämlich einen eigenen Filter erstellt. Haha! Ja. Ich habe einen eigenen Filter erstellt. Wir nennen das hier mal Basic Fire Mage, irgendwie sowas. Mal schön rot. Ja, aber das braucht jetzt nichts. Das braucht auch keine Beschreibung. Und jetzt müssen wir hier die Sachen mal kurz einstellen. Das hier ist nämlich jetzt von meinem Necro. Das sollte aber vielleicht sogar, also von den Einstellungen her passt das. Jetzt müssen wir nur die Necro-Einstellungen hier wegmachen. Wir wollen natürlich keine Diener. Bewegung, Reflexion brauchen wir auch nicht. Wir brauchen auch keine Akolyten-Dinger. Wir brauchen Mage-Dinger. Und hier nehmen wir mit einmal, das da könnte ganz gut sein. LP-Entzug beim Kanalisieren. Wir kanalisieren ja auch relativ viel Feuerschaden im Laufe der Zeit. Ja. Feuer-Aura-Schaden, ja. Feuer-Aura wirken, ja. Ja. Erhaltener Schutz beim Mana-Verbrauch, nee. Wobei, können wir eigentlich auch mit reinnehmen. Wir könnten wahrscheinlich sogar alles mal mit reinnehmen. Wir müssen es ja nicht benutzen, ne? Das hier sind nur die... Also, wie der Filter funktioniert, kann ich euch mal kurz sagen. Wir haben hier... Wir blenden erstmal alle Gegenstände aus, die normal an Magie und selten sind. Ne? Dann wollen wir alle Gegenstände anzeigen, die einen dieser 63 Affixe haben. Das wären unter anderem halt die Magier-Affixe und noch so ein paar normale Affixe, die man sich halt so mitholen will. Dann färben wir neu alle Götzen ein. Da müssen wir jetzt natürlich jetzt hingehen und müssen gucken, die da sind okay. Wir färben mal nämlich die Magier-Götzen ein. Und dann färben wir nochmal alle die Sachen ein, die wir wirklich ganz, ganz dolle wollen. Und was wir ganz, ganz dolle wollen, ist wahrscheinlich Feuer im Laufe der Zeit. Wir wollen auf jeden Fall ganz, ganz dolle einmal Stufe von Feuerball. Definitiv, hundertprozentig, denke ich. Wir wollen Disintegrieren eine Stufe. Und runische Anrufung. Das war, glaube ich, unser richtig krasser Spell. So, Durchdringen mit Feueranrufung. Das wollen wir auch ganz, ganz dolle dabei haben. Und ich glaube, das sollte eigentlich... Vielleicht haben wir noch Durchstoßenchance von Feuerball, ja. Und ansonsten... wenn du Runenblitz oder Feuerball direkt wirkst, das ist auch nice, weil das könnte uns nämlich dazu helfen, wieder Mana zu bekommen, wenn wir einfach nur Feuerball casten. Und ich glaube, das war's auch schon, ne? Das sind die Dinger, die wir auf jeden Fall immer angezeigt, also die wir uns einfärben wollen. Und zwar in Rot, damit wir die noch besser sehen. Und dann wollen wir natürlich immer alle Gegenstände, die einzigartig set sind oder erhaben sind, uns anzeigen lassen. Grundweg. Egal, was es ist. So. Damit werden halt die drei hier unten gefiltert. Ne? Das ist super. Das ist mega super. Jetzt ist, glaube ich, alles eingestellt. Einmal zur Sicherheit nachgucken, dass das jetzt nicht falsch ist. Aber sieht gut aus. Gut. Damit ist der Filter aktiv.
Und jetzt kriegen wir nicht mehr allen Scheiß-Loot angezeigt. Ja. Da habe ich mich extra privat ein bisschen hingesetzt und habe mich da reingefuchst, Mann. Nur für euch. Damit ich nicht wieder jeden Schrott mitsammeln und 5000 Mal ins zurückporten muss. Für hier Stuff zu verkaufen und so. Mann. Das war ziemlich ätzend. Also muss ich persönlich schon sagen, dass das wirklich sehr ätzend war. Du willst ja auch nicht alles einsammeln. Macht man halt einfach nicht. Boah, die, what? Das war gerade aber sehr viel Damage. Ja. Lass das mal runter. Ich glaube, wir mussten hierher. Ich bin jetzt nicht mal hundertprozentig sicher, aber ich glaube, wir mussten hierher. Oder? Ja, ne? Ja, ja, ja. Wir mussten hierher. Eine Truhe. Oh, ho, ho, oh. Schon wieder. Den Zauberstab, den wir jetzt dreimal haben. Dreimal. Ist ja wirklich ein Fest, ist das. Stirb. Nice. Wir machen wirklich... Wir machen schon richtig gut Damage mit dem Mage, ne? Ich mag unser Bild. Ich mag es wirklich. Irgendwie... Also das... Hello! Hi, hi! Wait, sie werden speziell begrüßt. Warte. Oh mein Gott. Hello! Sie kriegen ein Emotchen, ein Emotchen ab. Wait, wo ist mein... No, da. Hello. Let's go. Ja, na klar. Natürlich. Natürlich. Doch seine Mods ehren und bei Laune halten, hä? Oh, Gold! Nice. Ja, ja damit. Irgendwie habe ich aber das Gefühl, wir machen ein bisschen sehr viel mehr Damage als letztes Mal. Kommt mir irgendwie schon ein bisschen zu viel vor. Klar, bei Laune halten, natürlich. Natürlich! Lass Kohle rüberwachsen. Ah! Schwierig! Schwierig! Ich spiele. Wow, wow. Ich spiele übrigens den. Wait. Der falsche. Den Runenmeister. Ah, ich habe sogar noch eine. Oha. Ich hätte sogar noch einen Skillpunkt. Wie, Fabian hat es dir geschenkt? Stimmt doch gar nicht. Du hast es dir selber gekauft, oder? Eh nicht. Ob der dir das geschenkt hätte. Der hat dir das nur geschenkt, damit er selber nicht spielen muss. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weg mit damit. Also der sieht auch, also der ist auch, der ist auch ein bisschen komplex, ne? Also mit dem, mit dieser Runenbeschwörung. So. Oh, Louis.
Eieieiei. Hat er sich's denn auch selber geholt? Das ist die entscheidende Frage. Weg damit. Was war das? Ah, Speed. Mehr Speed! Oh, war hier. Verkleidung. Ja, nice. Oh, ah. Fireball! das war so klar. Nee, der muss sich das selber noch holen. Funktioniert gar nicht anders. Okay. Hier geht's auf jeden Fall jetzt lang. Let's go. Funktioniert anders da doch gar nicht. Was ist denn das für eine Schmetterschlag erhöhter Kälteschaden? Ich glaube, das ist dann doch ein bisschen schlechter. Okay, wo sind wir hier? Weg mit euch! Ein Port, nice. Ach, ja, ein Heatbär. Ein Heatbär. Ich brauche echt das. Ich bräuchte wirklich das Ding, was mir mehr. Was mir Mana gibt, wenn ich den caste, den Fireball, ne? Das wäre echt geil. Das wäre echt, echt geil. Lavians Hund. Achso, ist das da Lavian? Ah, guck mal, der Kopfgeldjäger. Mit dem Boy. Nice. Okay. Dankeschön. Ihr guten Hunger. Guten Hunger. Okay. Ganz viele Mooskäfer, ganz viele von den Irrlichten. So. Ich glaube, ich kann mich noch so leicht vage daran erinnern, warum wir hier sind. Ich glaube, wir hatten so eine Seherin getroffen und die Seherin hat gesagt, ja, wir brauchen einen. Nee, irgendwer hat gesagt, wir brauchen einen. Brauchen einen Magier. Und die Seherin hat gesagt, ja, der Magier ist auf einem Schiff gefangen genommen worden. Und deswegen müssen wir jetzt zu dem Schiff, glaube ich.
Das war the reason. Wir sind auch wieder 5 Level drüber. Über dem eigentlichen Gebiet hier, aber das macht ja nichts. Das macht ja absolut gar nichts. Macht das. Ach. Das muss der sich auch immer so prompten, dieser, ja. Dieser Yildbär, ey. Schön. Wir kriegen aber trotzdem so insane Damage. Das ist wirklich heftig, ne? Wir machen zwar auch sehr insane Damage, aber wir kriegen auch sehr insane Damage. Was macht der hier? Eiskäfer. Nice. Das Eiskäferchen. Einfrieren. Dann immer gerne. Guck mal noch hier unten lang. Vielleicht ist da noch etwas. Wegen Kistchen oder so irgendwie was. Ich muss echt ein bisschen defensiv. Gehen, ne? Das macht doch schon alles sehr viel Damage hier. Wirklich sehr viel Damage hier. Ah, Kiste. Ja, ja, gewusst. Nix drin. Okay. Hier sieht man jetzt auch quasi, wenn der Filter an ist, dann sieht man nämlich all diese Items hier gar nicht mehr, weil die nicht in unser Beuteschema reinpassen. Es ist sehr angenehm. Sehr, sehr angenehm. Man ist nicht dazu verleitet, ganz viel Müll mitzunehmen. So, wir mischen immer noch Skillen. Wir machen natürlich mehr Zauberschaden. Weil ich nicht genau weiß, ob wir überhaupt noch mehr Entzündungschance brauchen. Weil ich glaube, wir entzünden schon mit jedem einzelnen Zauber. Da bin ich mir jetzt gar nicht sicher. Kann ich das irgendwo hier sehen? Sonstiges. Entzündungsschaden, okay, ja. Chance entfachen liegt bei 0. Oh, bei einem Wert über 100% besteht die Chance, dass ein getroffener Gegner mehrere Stapel auf einmal hält. Das ist ja... Wow. Nee. Das ist ja richtig krass. Dann lohnt es sich ja doch, das zu machen, über 100% zu gehen, weil der einfach mehrere Stacks auf einmal bekommt. Bin ich jetzt ehrlich nicht so gewohnt, ne? Muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, ne? Also, kenn ich jetzt so nicht. Also man hat es mal gehört, ne? So in ferner Lande, dass es sowas gibt, dass man echt mal über 100% stapeln kann und es bringt was. Das ist krass. Das ist krass. Das ist wirklich krass. Holy. No, gut. Ich würde sagen, ich nehme. Nehme ich. Ja, wir sind schon da, wo wir hin sollten, oder? So. Halb, drei Viertel. Portest du dich jetzt auch noch? Oh Gott, wer portet sich denn hier nicht? Weg mit euch. Da sind schon wieder Zombies. Zombies. Wow. Also das flasht mich jetzt wirklich, ne? Also, muss ich ganz ehrlich sagen.
dass das was bringt, dass man einfach über 100% hat. Es ist, das ist krass. Das ist wirklich krass. Hier kommen wir nicht lang. Übrigens bei meinem anderen Spielstand, bei meinem privaten mit, beim Krieger, Templar, was... Okay, das war ein cleaner One-Shot. Ja, mit meinem Krieger, beim Wirbelwindkrieger, den ich da habe, habe ich gesehen, es gibt sogar so Hidden-Eingänge auf der Map, die gar nicht verzeichnet sind, in die man aber reingehen kann, die auch keine extra Map oder so sind. Ach, da ist ein Boss. Okay. Ja, macht Sinn, dass der one-tappt. Ich glaube zumindest, dass der das war. Ich will jetzt hoffen, dass der das war und nicht einen Mob. Weg mit euch. So, wir kommen dem Tetima im Imperium näher. Ich glaube, das war eine Stadt. Oh, nice. Und da sieht man jetzt, da ist es eingefärbt. Das sind Stats, wo wir gesagt haben, die wollen wir auf jeden Fall. Wir müssen jetzt mal gucken, was das für Stats sind. Was haben wir denn da eingesammelt? Runenbeschwörung plus 1. Ja, gib mir. Oh nee, das ist ja... Oh, das... Wait, kann ich das... das kann ich auch zerschmettern, oder? Kriege ich das? Ja, nice. Okay, perfekt. Dann kann ich das irgendwo anders da draufballern, ne? Erhöhte Rüstung. Angreif 32 auf Angreifer reflektierbar. Aber dann habe ich weniger Elementarschaden. Das ist halt das Ding, ne? Erhöhte Kälteschaden will man ja eigentlich auch nicht. Elementar und Feuerschaden, ja. Ja. Schaut so, Blitzägis. Na, nee. Ich glaube, es gibt hier echt. Nee. Nichts Besseres dabei. Gut. Wir nehmen es auseinander. Alles, was uns in den Weg gestellt wird. Au. Es wird echt nicht so einfach mit dem... Mit dem Mage hier, ne? Wir passieren wirklich zu viel. Vielleicht muss man sich da echt was überlegen, ne? Es kann sehr gut der Fall sein, dass wir uns da irgendwie was Rüstungsmäßiges überlegen müssen, damit wir da ein bisschen besser abschneiden. Irgendwie vielleicht passiv was skillen, was ein bisschen mehr... Bisschen mehr hilft. Oh, ein Imkerschrein. Nice. Wir haben Bienen. Sembienen. Vergessener Verborgens. Was? Ein Ding war das. Das hat einen ziemlich langen Namen gehabt. Einen ziemlich langen Namen gehabt. Hm.
Jeden einzelnen Winkel werden wir erkunden. Ich brüll mal so ein bisschen gerade. Wir sind ja immerhin ein Magier. Wir müssen ja auch mal ein bisschen AOE machen hier. Ich kann ja nicht immer nur hier gegen einzelne Targets kämpfen. Da muss ja auch ein bisschen Masse auf den Platz. Das macht der Fireball und alles macht ja gar nicht so viel Spaß. Okay, irgendwo gehe ich hier gerade hin. Ich weiß auch nicht wo. Au! Bitte? Wir machen einmal das Itemgebet. Oh, bitte, lieber Videospielegott, der du da wahrscheinlich irgendwo existieren magst. Bitte, bitte gib uns jetzt ein Item, was wir brauchen. Da hätte ich den allerersten Set und kann schon wieder kotzen. Ach herrje, ja, wir werden in diesem Spielstand kein einziger. Ach Mann. Ach, sehr schön, das ist doch gut. Ach. Für alle die, die nicht so schnell lesen konnten, es ist was mit Stärke. Ja, erhöht LP, wenn kürzlich ein Gegner betäubt wurde. 22 Ausdauer, wie viel Schaden will LP? Was? Ach Mann. Ach, ich kann auch einfach nur noch darüber lachen, ne? Ansonsten wäre es zu tragisch. Ich habe so das Gefühl, der Flammensturm ist auch ein bisschen cleaner geworden. Jedenfalls hat er bis jetzt noch nicht gebuggt, aber man sagt ja immer, ne? Wenn man das Kind beim Namen nennt. Warte. Hä? Geht's hier durch? Hier kann ich nicht durch, ne? Okay. Vielleicht muss ich da außen rum laufen. Rennen wir mal außen rum. Oh? Wer bist du denn? Au. Du bist auf jeden Fall einer, der mir nicht so gut gesinnt ist. Ich sehe. Ich kann auch nichts mehr casten, so. Weil mir wieder komplett das Mana fehlt. Hab ich das jetzt gecastet? Ich muss auch echt was gegen mein Mana-Problem machen. Also wir haben ein Rüstungsproblem und wir haben ein Mana-Problem. Als Mage kann man eins davon verkraften, aber beides gleichzeitig. Wir haben was bekommen. Was kann man mal schon haben? Why, Spiel? Du willst mich doch einfach verärgern, oder? Ja, was soll denn das? Das ist doch genau dasselbe. Und dann ist das Rechte noch schwächer. Vor allem ist das... Jetzt frage ich mich aber mal so ein bisschen... Das Rechte ist doch ein bisschen heller als das Linke, oder? Aber wenn ich die nebeneinander lege, sind die gleich hell. Nee, okay, das... Das wird immer so einge... Das wird ein bisschen dunkler gemacht, das, was man gerade ausgerüstet hat. Interessant. Okay. Ja, nee, ist halt natürlich cool, ne? Also, verstehe ich auch, Spiel, dass du sowas machst. Könnten die uns hier ein bisschen Gesundheit geben, aber ich will natürlich eigentlich auch keine Gesundheit, ne?
Hier würden wir mehr Rüstung bekommen. 14% mehr Rüstung. Naja. Könnten es da einfach anziehen, hä? 10 Stärke. 85 Rüstung. Für den Tankmage. Für den Tankmage. Mich wundern. Also, man kann es ja anziehen als Mage. Deswegen, keine Ahnung, kann man einen Stärke-Mage machen? Das wäre echt lustig. Das würde ich dann auf jeden Fall vielleicht mal ausprobieren wollen, hä? Also, wir haben ja in dieser Season, ich glaube, 2 oder 3 Monate Zeit für all möglichen Stuff zu machen, bis die nächste Season anfängt. Und da wir das Spiel hier uns jetzt definitiv ein bisschen häufiger zu Gemüte führen werden, da bin ich mir ziemlich sicher, gucken wir mal. Gucken wir mal. Burn! Einmal das Kriegsgrab weg. Sieht aber nicht so wirklich aus wie ein Kriegsgrab, ne? Muss man irgendwie sagen, ne? Sieht eher aus wie Stein. Außer bei denen sehen Kriegsgräber halt so aus. Würde ich dann fast aber schon sagen, ist ein bisschen hässlich. Würde ich jetzt nicht unbedingt wollen, dass mein Grab so aussehen würde. Wobei, wäre jetzt auch schon, wäre eigentlich dann auch was Besonderes, ne? Also wenn... Naja. Weg mit euch. Er hat euch wieder beschworen. Weiß man nicht, ne? Okay. Wo gehen wir hier hin? Die kommen diesen Seelendingern da immer näher, ne? Da stehen immer mehr davon rum. Wir gehen in den Düsterkampf. Willst du was gucken? Ja, wir können nur... Aber wir sollen den Weg ins Innere von dem Ding da finden. Ich gehe schwer davon aus, der Wegmarker ist dann jetzt hier auf der Karte falsch gesetzt. Dann vielleicht noch als Bugfix, weil das wahrscheinlich niemand gesehen hat von den Devs. Da ist falsch gesetzt. Das ist nicht das Kriegsschiff des Admirals. Das ist das Kriegsschiff des Admirals. Und man sieht ja auf der Map eh schon, wo man hingehen muss. Also, warum dann nicht den Questmarker direkt da drauf? Vor allem, er wird hier richtig angezeigt. Also, hier sagt er ja, wir müssen hier weiter. Do, 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 do. Sind aber nicht so viele Gegner. Hier sind nicht so viele Gegner. Die haben ihren Kai nicht so gut beschützt, würde ich sagen. Hätten sie mal noch den Uwe dazu geholt, ne? Kann ich auch nicht kaputt machen, ne? Gehen wir mal ins Schiffchen. Das Kriegsschiff des Imperiums. Sieht auch geil aus, ne? Also es sieht wirklich geil aus. Intruder! Yep. Wir sind hier eingebrochen. Mm.
Da ist was zum Porten. Gucken, dass wir das auf jeden Fall irgendwie mitbekommen. Ich kann hier... Kann ich hier eigentlich durch? Quasi, ne? Ich kann so ein bisschen durch Wände mit meinem Fireball. Schon wieder. Wieder kein Mana. Okay, also wir müssen da schräg runter, glaube ich. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal hier noch lang. Und guck mal, ob wir hier noch irgendwie Kisten oder so irgendwie was haben. Oder versteckte Wege. Ich weiß es ja nicht. Sieht aber nicht so aus. Dass da irgendetwas Verstecktes wäre. Auch keine Kisten, die wir aufmachen können. Und hier nur diese kleinen Mobs. Nett. Da haben wir unseren TP. Bring them to me. Ja, okay. Das war abzusehen. Dass es hier so lang geht. Jo. Aber man muss natürlich alles erkunden. Wenn wir Kampagne durchmachen, dann machen wir auch jede Map zu fast 100%. Oder versuchen es zumindest. Weil entdecken... Manche Sachen entdeckt man halt einfach nicht. Das ist das Problem. Sind das... Was ist das, was da hängt? Sind das Unterseeboote? Sind das Beiboote oder... Huch, was bist du denn? Sturmkäfig? Okay. Ich glaube, der hat auch die Magier da beschworen, der Sturmkäfig. Die Gegner werden echt schon gut, ne? Die werden besser. Nice. Level 34. Autsch. Autsch. So auf engen Gängen, wo die ganz nah an mich rankommen, ja, das passt mir nicht so hundertprozentig. Wir machen hier noch einmal rein, damit haben wir nämlich maximalen erhöhten Zauberschaden und dann ballern wir nämlich hier nochmal alles rein. Wenn wir über 100% mehrere Stacks von hier verbrennen bekommen, holy moly. Das wird gut, das wird sehr gut. Okay. Und einmal hier oben lang. Weil ich glaube, hier oben dürfte halt... Ah, das ist noch eine Truhe. Nevermind. Ist noch eine Truhe. Ist auf der anderen Seite auch noch eine Truhe. Das wäre jetzt sehr famos. Aber nee. Keine Truhe. Nur Gegner. Nehmen wir aber auch mit. Warte, haben wir was Neues bekommen? Ah, wir haben, glaube ich, die Frostwand bekommen jetzt. Was macht die denn? Zeigt eine Wand aus Frost. Oh, die kann aber auch zu Feuer gemacht werden, ne? Die kann auch zu Feuer gemacht werden.
Aber wäre halt die Frage, für was würden wir die benutzen, ne? Weil ich bin eigentlich so mit dem... Mit dem Skillset gerade bin ich sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Jetzt müssen wir müssen nur, wirklich nur noch das Item finden, was... oder das Affix finden, was den Fireball uns Mana geben lässt. Dass er agiert wie so ein ganz normaler Zauber. Und unsere Mana gibt. Das wäre jetzt noch mega geil. Schadensreflexion. Das sind wirklich sehr viele Sturmgeister, ne? Ich stack mal die ganze Zeit ein bisschen. Ich stack mal Feuer. Feuer, Feuer, Feuer. Hier was? Nee, nicht wirklich, ne? Schade. Schade, schade, schade. Intruder. Ich hoffe mal schwer, jetzt kommt irgendwie so ein Bösken oder so. Mal gucken. Mal gucken. Aua. Viele Blitze. Schön nasses Wetter. Weiß man doch, dass hier jetzt so irgendwie so ein bisschen bossmäßig was kommt, oder? Kann ich... Ich sollte noch da oben hingehen. Ach. Wahrscheinlich irgendwie Captain's Kajüte oder so ein... Oder so ein Gram hier. Hundertprozent kritische Treffer. Ja, dann kann man da doch mal ein bisschen was one-tappen, ha? Huh? Aber nicht bei dem hier. So aussieht. Die sagen immer noch nein, nicht mit uns. Sind aber auch komische Zeitgenossen. Einmal gucken, ob wir irgendwie was Neues haben oder so. Materialien übertragen. Sieht nicht so aus. Nee. Können wir einmal sortieren drücken. Wir haben ein bisschen mehr Geld auf jeden Fall. 42.000. Hm, das ist gut Geld. Halt gerne, ob man später hinaus diese das Splitter-Dingen, also diese Splitter-Affixe Gedönches, ob man davon so ein paar mehr bekommt oder ob man die echt muss beim Vendor kaufen. Ich hoffe, hier geht es noch mal so ein bisschen zurück, so zurückmäßig. Ja, nein, vielleicht. Wir wollen ja schließlich alles einmal so ein bisschen erkunden. Ja, sieht so aus.
Okay. Gut, also da geht's auch nicht weiter. Wenn wir ganz bis ans Ende laufen können. Hätte uns wahrscheinlich jetzt auch nicht so viel gebracht. Okay, auf jeden Fall alle Wege führen nach Rom. Und in dem Fall würde ich behaupten, keine Ahnung, vielleicht zum Imperator. Wäre echt krass, wenn wir den jetzt fighten müssten. Könnte ich mir aber auch so ein bisschen vorstellen, oder? Wobei, wir sind wahrscheinlich noch ein bisschen weak. Um den jetzt zu fighten, den Imperator. Hallo? Was haben wir hier? Admiral Harten! Hi! Achso, wir müssen den Admiral fighten, ja? Das macht natürlich auch Sinn. Bisschen Mana regenerieren. Einmal Mana. Mana! Oh, ja! Oh, ja. Nee, to defy nix da. Tod, danke. Ja, bevor wir mit dem reden, gehen wir mal noch hier unten hin. Nee? Keine, nix? Okay. Keine Truhe oder so? Nee? Okay, gut. Hurry and break these chains. Okay. You'll have to excuse me. I'll express my gratitude after we're out of this mess. Can you swim? Wie gut können wir schwimmen? Ja, so gut wie ein Stein, ne? Oh, geil. Ja, wie gut kannst du schwimmen? Ja, wie so ein Stein, ne? Untergehen kann ich. Ja, dann lern's doch jetzt mal. Spring doch mal rein. Bist doch ein Mage. Jawohl, direkt, natürlich. Ach, hey, let's go. Ja. Let's jump. Die leuchtende Bucht. Jetzt bin ich gespannt. These robes are not meant for swimming. I'll be soaked for hours. Hä? Ja. Denk mal, du wärst jetzt hier so irgendwie so ein Paladin mit der richtig heftigen Rüstung. Und dann sagt er so zu dir, ja, wenn du sagst, ich kann nicht schwimmen, ja, Plattenrüstung ist halt an. Probier doch mal. Try. Was kann schon schief gehen? Das Schlimmste, was passieren kann, du gehst unter. Ach man, manche NPCs. Ich liebe sie. You washed up safely. Good. I need your help. It seems we're a tad off course. Fortunately, we have a contact who can help. Problem is, she's deep in Majelka. Imperial Territory. Das klingt, als wäre sehr weit weg. Yes. It'll be fine. I'll hang back and cover our tracks. Catch my breath. Did you know I almost drowned? Ah, du wärst ertrunken. Okay. Naja, das ist halt so, ne? Kommst du nicht mit? I'll only slow you down. Please, go on without me. Gut, okay, dann, ja, gut, dann gehen wir halt ohne dich. Wir sind sowieso schneller, definitiv. Er kann sich nicht in einen Feuerball verwandeln, wir können es schon. Ja. Können es ja auch ganz einfach mal ein bisschen trocken machen hier. Was sind das denn jetzt für Gegner? Skorpione und so ein Shit. Was seid ihr denn für Skorpione, ey? Au. Mutter sagt zu Kindern, geh doch mal an den Strand spielen. Die Kinder, aber Mami, die Skorpione. Ach, halb so wild.
Das sind doch nur so kleine. Die tun euch schon nichts. Mhm. Also. Oh. Ah, warte mal. Kommen wir hier rein? Wie kommen wir hier rein? Au! Der hat sich auf einmal vermehrt! Da waren es plötzlich zwei! Was war das? Bitte Chance auf Betäubung, Betäubungsdauer. Wir betäuben, glaube ich, überhaupt nicht, ne? Aber damit haben wir dann doch Betäubung. Oh, machen die einen Damage! Holy! War da jetzt noch so ein Ding, was ich wiederbeleben kann, ey. Konzentration ist vorhanden. Okay, das ist aber auch wirklich gut Damage, was sie mit ihrem Gift machen. Aber wir gehen einmal alles erkunden. Vielleicht finden wir ja noch die Rätselslösung, warum wir da nicht in die Türe reinkommen. Und ob wir vielleicht irgendwie in die Türe da reinkommen könnten. Das wäre doch nice. Okay. Ist das hier das Schiff? Nee, das ist nicht das Schiff, das ist viel zu klein. Gut, ich glaube, hier hinten kommen wir echt noch nicht rein, ne? Vielleicht kommen wir auch über den Riss dort in die Kammer rein, irgendwie. Okay. Warte. Wait a minute. Ich glaube, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, diese Dinger hier ermöglichen es dir, Kampagne zu skippen. Kann das sein, dass man hier zum Beispiel hier, ist doch imperiales Zeitalter? Na, wahrscheinlich schon. So, hier kann man nämlich was skippen. Hier kann man was skippen, wenn man den macht. Und im Zeitalter des Ruins kann man nämlich hier auch skippen. Ich bin echt gespannt. Ich bin wirklich gespannt, ob das so Kampagnen-Skip-Dinger sind.